Ja, schön, dass trotz des späten Termins doch noch so viele da sind. Wir haben ein ähnliches Problem wie der Silvius. Der Silvius kam ja eben rein und sagte, ups, ich hatte doch für eine Stunde eingereicht und jetzt haben wir bloß 25 Minuten. Wir hätten sowieso prinzipiell ein Problem gehabt, weil wir können nicht beide über unser Thema problemlos jeweils eine Stunde reden. Wir hätten uns sowieso mal auf den Faktor 2 kondensieren müssen. Und jetzt müssen wir uns noch weiter kondensieren. Das hat für euch den Vorteil, ihr kriegt quasi das Wesentlichste einfach nur ganz kurz und präzise. Wir wollen auch zum Schluss ein bisschen Diskussion mit euch haben. Wir haben auch schon ein paar Fragen vorbereitet, die wir ganz gerne mit euch dann noch anschließend klären wollen. Kurz und gut, wir werden uns ranhalten. Ablauf ist ungefähr so, ich rede 5, maximal 7 Minuten über mein Thema. Bei mir geht es im Wesentlichen um das Thema, was ich mal hier ganz flott Kanbanisierung von Scrum genannt habe. Also sprich, wie kann ich ein Scrum-System durch Kanban-Elemente anreichern, wertvoller machen und so weiter und so fort. Und Manuel spricht dann anschließend darüber, was es bedeutet, wenn Scrum-Teams nach Kanban umstellen und was dann die Konsequenzen sind und die Weiterungen davon. Genau. Kurze Frage vorab. Wer von euch macht weder Scrum noch Kanban, das betrifft eine Organisation unterwegs, wo es weder Scrum noch Kanban gibt, sondern irgendwas anderes, Lean, XP, was auch immer? Keiner. Okay, doch. Ah, 2. Sehr gut. Wer ist denn in einer Organisation unterwegs, wo es Scrum gibt? Okay. Ziemlich viele. Wer ist in einer Organisation unterwegs, wo es Kanban gibt auf Teamebene? Gut. Bitte die Hand oben halten, wer in einer Organisation unterwegs ist, wo es sowohl Scrum als auch Kanban auf Teamebene gibt. Ah, das sind ja gar nicht mal so wenige. Ich finde das ganz interessant, weil gerade so von der Kanban-Community, David Anderson und so weiter, wird ja ganz gerne gegen Scrum geschossen. Als ob das zwei unterschiedliche Dinge sind, aber ich glaube, das ist eigentlich Unsinn. Sondern man kann also sehr, wie immer im Leben sehr viel voneinander lernen. Gut, ich bin jetzt, wie gesagt, in einer Firma, wo es sowohl Scrum als auch Kanban gibt, nämlich bei der 1&1, wie ihr seht. Die Firma dürftet ihr, nachdem sie auch einen gewissen Werbedruck entfaltet, durchaus kennen. Ich bin in Karlsruhe unterwegs als Scrum Master, Agile Coach. Wir machen zusammen Teambetreuung, natürlich auch Organisationsentwicklung und was halt eben so in dieser Bereich anfällt. Interessanterweise, bei uns in der Ecke, wo wir unterwegs sind, gibt es fast nur Scrum. Wenn man in anderen 1&1-Bereiche geht, die sind räumlich irgendwie 200 Meter entfernt, da gibt es fast nur Kanban. Das macht irgendwie einen ganz netten Mix und man kann auf jeden Fall, wie gesagt, einiges voneinander mitnehmen. Jo, Scrum und Kanban. Wenn man mit einem Teamleiter, was auch immer, redet und er vor der Entscheidung steht, okay, ich möchte irgendwie was machen in der Richtung, soll ich lieber Scrum machen, soll ich lieber Kanban machen, dann kommt oft so das Argument, naja, also in Scrum, da gibt es doch diese expliziten Rollen und es gibt diese ganzen Meetings und das schluckt doch Kapazität und so weiter und wenn wir Kanban machen, dann haben wir das doch alles gar nicht. Ja, und dann geht es zu unser eins auf den Kanban Management Professional Kurs von der Lean Kanban University, offiziell akkreditiert mit David Anderson und so weiter und so fort. Und dann erzählen sie einem Folgendes. Übrigens, es gibt da die sogenannten 7 Cadences, das sind nichts anderes als Meetings, ja. Und dann gibt es dort unten die Meetings, die Focus und Service Delivery sind, nämlich ein Replenishment und Commitment Meeting, ja, wo also arbeitendes System reinkommt und das Team sich committet, was es tun möchte. Dann gibt es hier ein Daily Kanban Meeting, wo solche Sachen besprochen werden wie, ich habe viel zu viel zu tun, ich habe nichts zu tun und so weiter und so fort. Es gibt da hinten ein Delivery Planning Meeting, ich glaube, das kommt den Scrum-Leuten alles ganz bekannt vor. Und hier oben drum, da gibt es halt eben ganz mittendrin auch nochmal Meetings und hier in der Mitte ist ein Service Delivery Review, ich glaube, das kennen wir auch alles, also kurz und gut. So viel Neues ist da auch nicht unter der Sonne. Und nun schreibt er auch als nächstes, Kanban Roles are emerging. Also sprich, man hat hier halt eben Arbeit, die in das System reinkommt. Hier ist der Teil, wo Arbeit dann auch tatsächlich durchgeführt wird. Und dann gibt es also jetzt einen Service Delivery Manager. Und der macht halt eben das Management des Flows. Also der guckt darauf, dass das System vernünftig funktioniert. Das kennen wir auch in Scrum. Und es gibt hier einen Service Request Manager, der guckt dafür, dass halt eben die ganzen Optionen, die man hat für das Produkt, irgendwie gegeneinander abgeglichen werden. Das kennen wir auch alles, also kurz und gut, wir sind da auf der Ebene nicht so weit weg voneinander entfernt. Gut, Scrum und Kanban, in jedem Fall geht es beim Agilen darum, schnell das Wichtige zu liefern. Das funktioniert nur dann, wenn man die Menge an Arbeit, die gleichzeitig im System ist, minimiert. Kanban macht das halt eben in einer expliziten Reduktion durch Work-in-Progress-Limits. Bei Scrum passiert das so nebenher, weil man nämlich in einen Sprint nicht beliebig viel reinplanen kann. Das heißt, dadurch hat man automatisch auch eine implizite Reduktion. Wenn man sich das nun mal aufträgt, wie viel Arbeit in so einem System drin ist, kann man etwas hernehmen, was man aus dem Kanban als Continuous Flow Diagram kennt, also abgekürzt CFD. Und wenn man das einfach umdreht, dann kriegt man sowas wie, okay, am Anfang haben wir halt eben sehr viele Sachen, die sind noch nicht angefangen, das sind hier die blauen. Da gibt es Dinge, die kommen in Arbeit, die sind rot. Danach gibt es Dinge, die kommen halt eben in eine interne Teaminterne Testphase rein, das sind halt die grünen. Und wenn es fertig ist, dann hat man anschließend die blauen.
Ja, sowas kann man sich mal überlegen. Das ist letztendlich eine Möglichkeit, wie man einem Team visualisieren kann, an welchem Punkt sind sie eigentlich mit wie viel Arbeit unterwegs. Und was man hier zum Beispiel sieht, ist, dass ungefähr 40% des kompletten Sprintumfangs gerade in Arbeit sind. Wunderbare Möglichkeit im Team zu sagen, hört mal Leute im Maxen Daily, ihr müsst euch mehr fokussieren, respektive in der Retro darauf einzugehen. Ja, also kurz und gut, das ist jetzt eine Möglichkeit, wo ich mir mal Ideen aus Kanban hergenommen habe, um einem Team zu sagen, hört mal Leute, ihr müsst halt eben deutlich zügiger arbeiten. Okay, eine andere Sache ist, ebenfalls zum Thema zügig arbeiten, in Kanban gibt es Arbeitspakettypen, Work-Item-Types und Service-Klassen. Damit kann man wunderbar schön Teamregeln bauen, in der Art von, wenn wir den Arbeitspakettyp Bug haben und der gehört zur Service-Klasse Fixed State, dann muss man damit so und so umgehen. Dagegen, wenn er in die Service-Klasse ganz normal Standard gehört, kann man ihn irgendwie anders fahren. Ja, das ist dann eine Möglichkeit, letztendlich Arbeit im Team so zu verteilen, dass es möglichst zügig, möglichst flüssig durchgeht. Im Grunde genommen, Arbeitspakettypen und Serviceklassen gibt halt eben die Möglichkeit, nachdem man das Vokabular hat, über diese Dinge überhaupt erstmal zu sprechen. Gut, das heißt mal weg, das Daily-Format. Genau, und das ist im Grunde genommen auch schon das wesentliche Ding, worauf ich euch hinweisen möchte. Nämlich, wenn man sagt, wir haben in Scrum Sprintgrenzen, also sprich, es gibt einen fixen Zeitpunkt, an dem kommt Arbeit in das System rein, es gibt einen fixen Zeitpunkt, aus dem kommt Arbeit aus dem System wieder raus. Da kann ich aber trotzdem zwischendrin immer noch versuchen, einen möglichst guten Fluss herzukriegen. Und dann bin ich bekannbar. Ja, man kann also solche Sachen machen wie, ich will weg davon kommen, dass User Stories erst zum Sprintende fertig werden sollen. Die sollen möglichst, wenn es irgendwie geht, vorher fertig werden. Hat auch den Vorteil, dass das Team sofort sieht, wo es halt eben ist. Man macht seine Abnahmen, Gespräche mit Fachbereich und so weiter schon während des Sprints. Hat damit die Möglichkeit, dass man auch noch irgendwas nachbessern kann, falls man während des Sprints schon merkt, hoppla, da ist man dann doch noch nicht ganz so weit. Es gibt auch Teams, die synchronisieren sich irgendwie so ein, dass sie halt eben mit ihren User Stories erst gegen Ende fertig werden. Ja? So nach dem Motto, wir können ja noch ein bisschen Däumchen drehen, weil es ist ja nicht so dringlich. Und auf die Art und Weise kriegt man es auch ein bisschen besser in den Griff, dass halt eben wirklich das System zügig funktioniert. Erfahrungsgemäß finden es die Entwickler auch angenehmer, wenn sie merken, da ist irgendwie Zug dahinter und es macht mir Spaß, weil halt eben auch Dinge fertig werden. Ein großes Problem dabei ist, wenn man versucht, die Menge an Arbeit, die gleichzeitig im System ist, zu begrenzen, heißt das auch, dass mehrere Leute an der gleichen Aufgabe arbeiten. Das sind nicht alle Entwickler gewohnt, hat ein bisschen was mit Technik zu tun. Man braucht dann eben Branching-Merging-Techniken und so weiter, Cheat und was es auch immer alles gibt. Aber auch natürlich viel mehr Absprachen. Ja? Also kurz und gut, das ist dann wirklich ein Ding, wo man dann hinkommt, wie es ja eigentlich in einem Team auch sein soll, dass alle gemeinsam an den gleichen Aufgaben arbeiten. Gut, wie gesagt, wir haben extrem wenig Zeit. Ich höre jetzt einfach mal auf. Ich hätte noch super viel zu erzählen, aber ich glaube, es wäre jetzt ganz sinnvoll, wenn der Manuel einfach mal aufhört. Ja, also ich stelle im Prinzip einen Erfahrungsbericht vor, wie das bei uns, Blue Yonder, sich entwickelt hat von, ich sag mal, Chaos über Scrum nach Kanban. Genau, ganz kurz, Blue Yonder, was ist das für eine Firma? Wir sind Software-as-a-Service-Anbieter für Prognoseanwendungen. Das heißt, wir benutzen Machine Learning, um für unsere Kunden Geschäftsprozesse zu automatisieren, indem wir im Prinzip Kundenverhalten vorhersagen. Also wie viele Produkte von dem Typ werden abverkauft, was für ein Preis würde, was für eine Nachfrage versorgen. Genau, unsere Kunden sind eben Handelsunternehmen und ja. Genau. Okay, also unsere agile Reise, ich habe sie mal einfach 2008 anfangen lassen, hat, sagen wir ungefähr mal auf 10 Mitarbeiter in Karlsruhe, datiert 2008 fängt es an und das kann man eben als kreatives Chaos bezeichnen. Als wir ein bisschen mehr geworden sind, haben wir Scrum, haben wir überhaupt erstmal ein Team etabliert, damit Scrum angefangen. Das war dann so ein bisschen ansteckend, bis wir, das haben wir dann eben 3 Jahre gemacht, bis wir 2014 in einem Experiment einfach mal aufgehört haben, fixe Iterationen zu machen, also im Prinzip keine Sprints mehr zu machen. 2015 haben wir dann auch noch unsere Teams, die damals Komponententeams waren, ein bisschen umorganisiert in Produktteams und zu dem Zeitpunkt sind wir da bis auf 150 Mitarbeiter gewachsen, im Prinzip verteilt über Karlsruhe, Hamburg und London, USA nur ganz wenige. Das heißt, ich spreche jetzt nicht über irgendeinen Riesenkonzern mit tausend von Leuten, sondern kleine Firma,
aber relativ schnelles Wachstum. Und für jetzt werde ich mich einfach mal auf die zwei Übergänge konzentrieren. Hier von Scrum nach Agile Kanban und hier im Prinzip so eine kleinere Skalierung von den Entwicklungsteams. Okay. Der Ausgangspunkt, bevor wir sozusagen sowas wie Kanban angefangen haben, wir haben 3 Jahre Scrum gemacht. Was wir nicht gesehen hatten, war, dass wir durch Scrum und die 2-Wochen-Sprints hatten wir jetzt extrem gute Vorhersagbarkeit bekommen haben für in 6 Monaten, welche Features sind dann fertig. Wir haben auch gar nicht gesehen, dass wir sie gebraucht hätten. Also das Umfeld ist so dynamisch, dass innerhalb von 6 Monaten ändert sich dann doch so viel, dass das uns irgendwie nichts gebracht hat. Gleichzeitig gab es das Spektrum in den Entwicklungsteams am Ende von jedem Sprint von Frustration, weil das Sprintziel nicht erreicht wurde oder der implizite Druck, jetzt doch irgendwo mal vielleicht in der Qualität zu sparen, um doch noch fertig zu werden, um halt das Sprintziel zu erreichen. Parallel dazu hatten wir angefangen, dann auch im Sprint Reviews zu machen, weil da war was fertig, das konnte released, konnte deployed werden, konnte schon Feedback einsammeln. Warum noch 1 Woche warten? Und dann insgesamt hat sich eben das Sprint Planning nicht wirklich so angefühlt, als würde es Wert schöpfen, sag ich jetzt mal. Es war so ein bisschen, man setzt sich das künstliche Ziel, in 2 Wochen fertig zu werden. Und natürlich ist die Chance riesengroß, das genau nicht zu schaffen. Also entweder drüber zu kommen oder halt doch ein bisschen früher fertig zu sein und dann, keine Ahnung, irgendwas anderes Sinnvolles zu machen. Das heißt, okay, was haben wir geändert? Ja, wir haben halt die fixen Iterationen erstmal weggelassen, erstmal nur künstlich. Als Folge davon muss man sich natürlich überlegen, okay, was mache ich mit dem Story Review, Schätzaktivitäten oder Sprintplanung. Story Review und Estimation passieren im On-Demand, also da kann man die Work-in-Progress-Limits natürlich benutzen, um es einem anzeigen zu lassen, wann es nötig wäre, ein Review zu machen. Ich habe gleich ein Beispiel, wie das bei uns im Jira aussieht. Sprintplanung passiert eben einfach ad hoc. Also auch wenn eine neue Story gezogen wird, dann tun sich halt die Entwickler, die die Story ziehen, tun sich nur absprechen, was jetzt zu tun ist, machen Design oder was auch immer nötig ist. Technisch haben wir ein Board, in dem wir nur die Stories sehen, sozusagen so ein High-Level-View, und ein Taskboard, in dem sozusagen die Subtasks von den Stories in Progress zu sehen sind. Ansonsten haben wir tatsächlich alles beibehalten, also Retrospektive, Daily, Backlogs, User Stories, auch die User Story Punkte erstmal noch, Grooming Sessions, alles was wir so vorher als Standard Scrum definiert hatten. Hier ist so ein Screenshot, für wie das bei uns aussieht. Das heißt, das ist so ein Kanban-Board in Jira. Die Input-Spalte, hier tauchen einfach neue Stories auf. Wenn irgendjemand sie anlegt, tauchen sie hier auf. Hat ein Limit von 5, das heißt, na gut, dann passiert erstmal nicht viel, aber die Spalte wird rot. Der Übergang von hier Input nach To-Do, To-Do ist praktisch das Backlog, das ist genau die Grooming-Session. Also spätestens, wenn hier 5 Stories anlaufen, muss eben ein Grooming passieren und dann werden Stories entweder direkt gedroppt oder sie wandern eben ins Backlog und werden dann einsortiert. Das heißt, hier ist ganz klassisches Backlog, das heißt, die wichtigste Story steht halt oben. Unterschied vielleicht zu Standard Scrum ist, wir haben auch hier das Work-in-Progress-Limit durchgezogen. Das heißt, das ist für viele wahrscheinlich was Neues und das ist auch ziemlich hart. Das Backlog hat einfach eine fixe Anzahl von Elementen. Das ist relativ hart für die Stakeholder, wenn was Neues reinkommt, muss was anderes dafür gehen oder es wird halt direkt abgelehnt. Aber das ist ziemlich praktisch, um einfach den mentalen Overhead, den man mit so einem, 1000-elementigen Backlog oder so, was ich heute schon gehört habe, hat, um den zu vermeiden. Effektiv haben die meisten Leute ja dann irgendwie die ersten 20 Stories, das sind die sortiert sind und alles, und darunter ist so ein Manjana-Manjana-Teil. Okay, in Progress, da wird einfach klar wird gezogen, das in Progress-Limit ist eben das gleiche, was eben mehr oder weniger das Sprint-Backlog-Limit in Scrum hat.
um dafür zu sorgen, dass die Entwickler eben zusammenarbeiten. Review heißt hier, ein Story-Review kann passieren. Das heißt, hier passiert es eben auch nach Bedarf. Wir haben einfach einen täglichen Termin, in dem Review oder Grooming gemacht wird, je nachdem, welche Spalte eben gerade danach schreit. Genau. Ergebnisse, die Entwickler wollten nicht mehr zurück zu dem alten Modus. Wir waren befreit von diesem Zwang, genau zu diesem Zeitpunkt zu releasen. Genau, das Backlog zu limitieren ist relativ hart, aber zahlt sich aus. Die Zeit, die früher im Sprint Planning 1 oder 2 verwendet wurde, die fließt im Prinzip in das Story Refinement rein, was generell eine gute Sache ist, denke ich. Die Schätzung hat sich im Prinzip, also der Sinn der Schätzung hat sich darauf reduziert, einfach unterschiedliche Interpretationen von der Story sichtbar zu machen. Aber deshalb haben wir es trotzdem noch beibehalten, weil es sozusagen für bessere Stories sorgt, wenn das diskutiert wird. Genau, was man jetzt ein bisschen beobachten kann, ist, es gibt jetzt wenig Rituale mehr, wo das ganze Team anwesend sein muss. Im Prinzip noch das Daily und die Retrospektive. Dann kann man sich die Frage stellen, dieses Limit von 5 plus minus 2 oder was weiß ich, 7 plus minus 2 in Scrum, braucht man das noch? Ist das irgendwie ein Naturgesetz? Ich habe gedacht, das können wir einmal ausprobieren. Ich hatte schon gesagt, wir haben von Komponententeams auf Produktteams rotiert. Vorher hatten wir dann 23 Entwickler in 3 Komponententeams gehabt, die haben wir in 2 Produktteams umorganisiert oder haben sich zusammengefunden. Das heißt, wir haben dann ein Team von ungefähr 12 Entwicklern, das eben in diesem Kanban-Mode arbeitet mit den Scrum-Praktiken. Das heißt, es gibt ein Backlog für jedes Produkt, ein Product Owner. Genau, ansonsten hatte ich schon gesagt, Refinement, Story Review passiert on demand. Der Unterschied vielleicht zu sowas wie Feature Teams, hier in diesen relativ großen Teams, da können die Teammitglieder cross-component arbeiten, sie müssen es aber nicht. Und das hatten wir vorher schon gesehen. Wir haben gerade mit Machine Learning und was wir dabei haben, Themen, wo es Leute gibt, die sich da ziemlich tief reinarbeiten können. Wir haben ein paar Entwickler, die gerne Cross-Komponenten arbeiten, so hat jeder sein Plätzchen. Und ganz zum Schluss würde ich gerne eine Hypothese aufstellen. Ich würde gerne mich von jemandem überzeugen lassen, dass mehrere Feature-Teams und ein einziges großes Kanban-Team, dass es nicht die gleichen Probleme mit sich bringt. Ich würde davon ausgehen, dass es so ist. Das war es auch schon. Thank you.